Ja, der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir und einem Aufklärungsvideo von mir. Ich möchte mit euch heute ein wichtiges Thema durchgehen, was meiner Meinung nach wieder alles sprengt. Und ich werde das nicht selber interpretieren, ich lasse die Gelehrten interpretieren. Ich werde nur vorlesen und Muslime sollen dann sehen, was sich im Koran befindet. Wir lassen Ibn Kathir heute zu Wort kommen. Und wir werden uns eine Sure angucken, die erstmal auf den Anhieb nicht zu verstehen ist. Was meint Allah eigentlich damit? Ich lese das mal vor. Wir gehen zu Sure 69, Vers 32. Dann, ich lese mal hier vor, das ist aus dem Koran von den Salafis, die hier in den Innenstädten die Korane verteilt haben. Also das ist ein akkurater Koranübersetzung, das wird von den meisten Muslimen akzeptiert. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, auf diese Internetseite zu gehen und die verschiedenen Übersetzungen zu lesen. Also überall ist es fast dasselbe. Also ich lese mal vor und die Muslime haben ja natürlich dann die Möglichkeit, das Ganze dann auch zu überprüfen und die Übersetzung nachzuschlagen. So, Sure 69, Vers 32. Achtung, passt auf. Dann legt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen misst. Denn er glaubt ja nicht an Allah, den Allmächtigen. So, was meint Allah damit, wenn er sagt, legt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen misst? Der Vers ist ja auf Anhieb erstmal nicht zu verstehen. Man denkt so, was ist das denn für ein Zeugs? Wie legt ihn in eine Kette, deren Ellen 70 Ellen misst? So, was habe ich zu euch gesagt, als ich mein Video mit dem Pädophilie im Islam gemacht habe? Wenn ein Muslim oder jemand wissen will, wie ein Vers zu verstehen ist, so braucht er nicht zu einem ignoranten Imam oder Scheich zu laufen, der in der heutigen Zeit lebt und der auch noch uns eventuell anlügt, sondern er hat die Möglichkeit, die vier großen Kommentatoren, also die Bücher der vier großen Kommentatoren aufzuschlagen. Ibn Kathir, Al-Qurtubi, At-Tabari und Al-Jalalain. Diese haben den Koran ausgelegt. So, wenn ein Muslim wissen will, wie ein Vers zu verstehen ist, dann kann er zu diesen wahren Gelehrten gehen und nachprüfen, was dieser Vers bedeutet. So, und in diesem Vers habe ich den Tafsir von Ibn Kathir gefunden. Achtung, ich möchte, dass ihr genau liest. Ich werde jetzt die Kamera wieder hier hinholen und dann lesen wir zusammen, was Ibn Kathir damit interpretiert. Und dann will ich die Muslime sehen, dass die sagen, Ibn Kathir ist ein Idiot, der hat keine Ahnung vom Islam. Das will ich mal sehen, dass ein Muslim sowas sagt. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt zieht euch das mal rein, was dieser Vers eigentlich zu bedeuten hat. Das sprengt wieder alles. Denn Allah ist der größte Sadist, von dem ich je gehört habe. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie gelesen. Achtung. So, wir sind auf einer akkuraten muslimischen Internetseite. alim.com. Ja, das ist von Muslim für Muslime. Die stellen die Tafsire von Ibn Kathir und allen möglichen Kommentatoren zur Verfügung, sodass der Muslim selber nachprüfen kann und aufschlagen kann, was die Verse bedeuten. Wir gehen mal rüber zu Vers 32. Ich mach das mal größer. Sure 69, Vers 32. Ich möchte, dass ihr euch festhaltet. Das ist nämlich das Allerkrankeste, was ich je gelesen habe. Hier. Dann befestigen wir sie in ihn an einer Kette mit einer Länge von 70 Ellen. Okay, was wird hier gesagt? Ka'b al-Ahbar sagte, jeder Ring davon ist gleich der gesamten Eisenmenge. Das heißt, ein Ring von diese, was Allah da macht, gleicht der Menge der ganzen Eisen der Erde, die in dieser Welt gefunden wird. Das heißt, mega riesengroß, das ganze Eisen der Erde. Wisst ihr, wie Tonnen das ist? Weiter geht's. Al-Afi hat das berichtet. Ibn Abbas und Ibn Jurayh sagten beide, jede Elle wird die Unterarmlänge eines Engels sein. Engel sind riesengroße Wesen im Islam. Ibn Jurayh berichtete, dass Ibn Abbas sagte, Achtung, jetzt passt auf, haltet euch gut fest. Wer ist Ibn Abbas? Der Cousin von Mohammed, der mit Mohammed, also ein Sahabi,
der mit Mohammed in der Zeit war und mit ihm Kriege geführt hat und alles Mögliche. Also ein richtiger Sahabi, der Mohammed gesehen und mit ihm geredet hat und alles Mögliche. Das ist auch der Cousin von ihm. Dann befestigen sie ihn. Es wird in sein Gesäß eingeführt und aus seinem Mund gezogen. Dann werden sie an dieser Kette angeordnet, genau wie Heuschrecken an einem Stock, der geröstet wird. Al-Afi berichtete von Ibn Abbas, dass er sagte, es wird in seinen Hintern reingesteckt, also geraten, hier wird das übersetzt mit geraten, das ist ja von Google Übersetzer, habe ich das übersetzen lassen, bis es aus seinen zwei Nasenlöchern geholt wird. Ist das krank oder krank? Guckt euch diesen Sadismus an. Damit er nicht auf den Beinen stehen kann, Imam Ahmad schrieb dies von Abdullah bin Amr, der Gesandte Allahs, sagte. Ist das krank oder ist das krank, meine Lieben? Auch die Muslime, wenn ihr das liest. Was? Das ist so krank. Dann befestigen wir ihn. Es wird in sein Gesäß, also das ganze Eisen der Erde. Allah formt einen Ring aus dem gesamten Eisen der Erde und führt das in den Hintern der Muslime rein und zieht das aus dem Mund wieder raus. Wie bei Heuschrecken. Kennt ihr das? Wenn ihr Spieß macht und so wie bei Spanferkel. Ich dachte, der Islam ist die Wahrheit. Ich sehe, wie der Islam die Wahrheit ist. Das ist aus dem Koran, nicht nur aus der Sunna. Und das ist die Interpretation dazu. Also ich will einen Muslim sehen, der das anzweifelt. Allah ist der größte Sadist, von dem ich je gehört habe. Ich habe kein Problem damit, dass Gott die Hölle erschaffen hat. Es gibt ja auch Qualen in der Bibel, so dass der Gott die Sünder richten wird. Aber so einen Müll habe ich in meinem Leben noch nie gelesen. Ja, in der Bibel heißt es ja, dass ihre Qualen aufsteigen von ewig, also der Rauch ihrer Qualen aufsteigen bis in alle Ewigkeit. Ja, es gibt einen Ort, da sind Qualen und da wird der Gott die Sünder richten. Ja, das ist ganz normal und das akzeptiere ich auch. Aber wer kann denn diesen Müll hier akzeptieren? Allah nimmt und formt die Eisen der Erde zu einem Ring und schiebt das in den Anus von den Muslimen rein und dann zieht er das aus dem Mund oder der Nase wieder heraus. Ja, welcher bekloppte Mensch glaubt denn an so ein Zeugs? Wer hat den Koran geschrieben? Das müssen wir uns mal fragen. Gott sei Dank stellen die Muslime uns das auch zur Verfügung, so dass wir andere Muslime, die halt auf der Suche sind, warnen vor dieser Religion. Guckt euch das bitte an. Dann befestigen sie ihn. Es wird in sein Gesäß eingeführt. Das gesamte Eisen der Erde wird in sein Anus reingeführt und aus seinem Mund gezogen. Ja, wie bekloppt ist das Ganze bitte? Kann mir das einer mal bitte sagen? Was ist das für ein Sadismus? Hat Allah nichts Besseres zu tun, als das gesamte Eisen der Erde zu nehmen und in den Anus der Muslime reinzuschieben, oder was? Der Islam ist die größte Lüge und das ist aus dem Koran, Sure 69, Vers 32. Und es gibt Muslime, die diese Religion in Frage stellen. Und ich bin froh, dass es Muslime gibt, die diese Religion in Frage stellen. Weil welcher Mensch mit gesundem Menschenverstand kann so einen Müll denn akzeptieren? Ich bitte euch. Das kann doch nicht mehr euer Ernst sein. Selbst der letzte Hinterwäldler-Muslim würde jetzt aufwachen und sagen, das ist ja die krankeste Religion der Welt. Wie Allah nimmt die ganzen Erde und formt daraus einen Ring und schiebt das in unser Anus rein und das kommt aus unserem Mund wieder raus. Bitte verzeiht, dass ich lache, aber das kann doch nicht mehr normal sein. Irgendwo gibt es eine Grenze an Lächerlichkeit, oder nicht? Also die Grenze der Lächerlichkeit ist ja wohl erreicht, langsam. Jeder Muslim müsste eigentlich sagen, oh mein Gott, was ist das denn bitte? Das ist die Interpretation deines Gelehrten, nicht meine. Ich lese nur vor, was hier steht. Es kann doch nicht euer Ernst sein, Muslime. Wie viel Beweise wollt ihr noch haben? Wie viel? Aber bis zum bitteren Ende werde ich diese Religion entlarven und Muslime aus ihr rausholen. So wahr mir Gott helfe. Ja, wenn ihr, die ihr in Islam gefangen, also wenn ihr den Islam halt praktizieren möchtet und sagt, der Islam ist die Wahrheit, kein Problem, damit habe ich kein Thema, kein Problem. Aber wenn es Muslime gibt,
die suchen sind, dann haltet sie nicht auf. Dann lasst sie bitte ihres Weges ziehen und eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus treffen, der die pure Wahrheit ist, der die pure Liebe ist. Ja, der Islam ist ja wie Mafia-Religion. Guckt euch das mal an, wartet. Guckt ihr das an, was Mohammed den Muslimen antut. Das ist ein Sahih-Hadith. Wir sind auf sunnah.com. Ja, eine richtige Mafia-Religion. Was passiert mit Muslimen, die keine Lust mehr haben, den Islam zu folgen, weil die gesehen haben, dass es ja totaler Blödsinn ist? Guckt euch das an. Dafür schließt Mohammed auch den Weg. Aus Angst vor Mord bleiben die meisten Muslime in dieser Religion gefangen. The Messenger of Allah said, whoever changed his religion, kill him. Der Gesandte Allahs sagte, wer auch immer seine Religion wechselt, töte ihn. Seht ihr, in was für einer Angst die Muslime gefangen sind? Ja, die würden ja am liebsten den Islam verlassen. In islamischen Ländern würden die am liebsten den Koran verbrennen, weil die wissen, dass das eine große Lüge ist. Sie wissen, dass das eine riesen Lüge ist. Die Muslime in den islamischen Ländern haben die Schnauze bis hier oben voll vom Islam. Und das haben wir auch in Saudi-Arabien gesehen, als die ganzen Bücher gefunden worden sind, die in die Toilette reingespült worden sind, in die Kanalisation. Die Muslime haben verstanden, dass der Islam voll der letzte Lügenreligion ist. Und bis zu meinem bitteren Ende werde ich diese Religion entlarven und Muslime zum Herrn Jesus Christus führen, der die pure Liebe ist und die pure Wahrheit ist. Der Herr Jesus Christus wartet auf dich, mein lieber Muslim. Zöger nicht lange. Denk nicht so lange nach. Du hast keine Zeit mehr. Verstehst du was? Ich meine, jeden Tag kann es sein, dass es dein letzter Tag ist. Hör nicht auf diese gehirngewaschenen Imame, die du hier in deinen Moscheen predigen hörst. Geh und zeig ihnen, sag, was soll das? Was ist das, was Ibn Kathir hier interpretiert? Allah nimmt und formt die ganze Eisen der Erde und formt daraus eine Kette und schiebt das in unseren Anus rein und das kommt aus unseren Nasenlöchern wieder raus. Ja, wie bekloppt müssen wir denn sein, das zu glauben? Ich werde niemals an so eine Lügenreligion glauben, müsste eigentlich aus eurem Mund rauskommen. Und dann müsst ihr mir eigentlich danken und sagen, danke Amir, dass du wenigstens dein Leben einsetzt, um uns das zu zeigen. Ja, ich setze gerne mein Leben ein. Für dich, weil ich dich liebe. Weil du mir wertvoll bist. Weil deine Seele mir wertvoll ist. Egal welcher Muslim mich beleidigt. Deine Seele ist mir wertvoll. Und ich liebe dich, auch wenn du mich beleidigst. Kannst du das zu mir sagen, auch wenn ich lache und deine Religion verhöhne? Niemals kannst du das machen. Weil dein Geist ein böser Geist ist. Klar sind wir alles Menschen. Und natürlich neigen wir dazu, auszuflippen, sauer zu werden, aggressiv zu werden. Aber welcher Christ auf dieser Erde würde losziehen und einen Muslim wehtun, weil er sagt, Jesus ist nicht Gott oder Jesus ist nicht der Sohn Gottes, er wurde nicht gekreuzigt. Zeig mir mal einen Christen, der einem Muslim wehtun würde. Aber wenn Christen es wagen zu sagen, Mohammed ist nicht ein Prophet, Mohammed ist ein falscher Prophet, Allah ist Satan und dies und das, was meinst du, wie die Muslime ausflippen? Weil ihr Geist ein böser Geist ist. Ihr Herz ist voller Boshaftigkeit. Ja, deswegen sagt der Herr Jesus Christus durch den Apostel Paulus, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geboren. Versteht ihr, wenn ihr Christen begegnet, ihr Muslime, die ihr mir zuguckt, habt ihr schon mal einen Christen gesehen, der euch versucht hat, was zu ermorden oder zu schlagen oder euch bedroht hat und gesagt hat, wenn ich dich erwische, werde ich dich kaputt schlagen oder ich steche dich ab oder so? Zeig mir einen Christen, der da sowas zu euch Muslimen sagt. Nicht einen Christen wirst du finden. Es sei denn natürlich, der ist völlig behindert. Ein paar Leute, die dann aus der Reihe tanzen. Aber kann sich ein Christ darauf berufen, dass Jesus sowas gesagt hat? Aber wenn ein Muslim einen Christen tötet, weil er Mohammed verhöhnt, dann finden wir die Geschichte in der Sunna drinne. Denn Ka'b ibn Ashraf hat auch den Propheten verhöhnt. Und dann hat der Mohammed bin Maslama den Auftrag gegeben, zu lügen, um das Vertrauen von Ka'b ibn Ashraf zu gewinnen. Und dann haben sie ihm den Kopf abgeschnitten. Guck mal, wie krank das Ganze ist. Muslime schrecken vor nichts mehr zurück. Und bei Gott, ich danke Gott, dass er meine blinden Augen aufgetan hat, dass ich zwischen Licht und Finsternis erkennen kann. Viele Muslime, die blenden alles aus, denen ist ihre Seele egal. Sie wissen, dass der Islam eine Lüge ist, bleiben trotzdem da drinnen. Warum? Weil sie ihren Familien, Freunden und alles nicht wehtun wollen. Aber am Ende wirst du alleine vor Gott stehen.
Was willst du Gott dann sagen? Oh Gott, Entschuldigung, ja, ich wollte nicht meine Familie verletzen und so. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Es geht um alles. Es geht um deine Ewigkeit, wo du die verbringst. Geh doch nicht so zimperlich mit deiner Ewigkeit um. Mach dich auf. Wenn du heute die Stimme des Herrn Jesus Christus hörst, bereue deine Schuld vor ihm. Er ist die einzige Hoffnung, die du noch hast in deinem Leben. Und wenn deine ganze Familie dich verstoßt, hab keine Angst, du wirst es hundertfältig wiederbekommen, sagt der Herr. Das ist ein Versprechen vom lebendigen Gott, weil er weiß, dass es in der letzten Zeit Menschen gibt, die von ihren Familien verstoßen werden, weil sie zu ihm gehören. Da hat der Herr Jesus die Menschen auch gewarnt. Wenn ihr euch zu mir bekennt, so werden die Menschen euch ja hassen. Selbst in euren eigenen Familien werden sie euch hassen und euch töten. Und das sehen wir bei Muslimen. Wenn ein Muslim wagt, es zu sagen, ich habe den Islam verlassen und seiner Familie das offenbart und sagt, ich möchte dem Herrn Jesus Christus folgen, weil ich ihn liebe und seine ganzen Worte in Tat und Wort nachahmen möchte, weil er ist ja das pure Vorbild für mich. Ich kann Mohammed nicht mehr folgen. Soll ich in Dauerkriegszustand mit jedem leben oder was? Und dann siehst du die Reaktion der Familie, wie die den entweder verstößt und das Schlimmste ist dann auch der Mord dann an dem Familienmitglied. Ja, und das ist die große Katastrophe, die wir haben. Und wenn der Islam sich die ganze Zeit hier weiter breit macht, die ganzen Parallelgesellschaften, das gibt es nur bei Muslimen sowas. Die Integration ist schon gescheitert, weil der Koran nicht integrationsfähig ist. Ja, der ruft dazu auf, sich abzusondern von Menschen. Sure 5, Vers 51. Nehmt euch nicht die Juden und Christen zur Freunde, denn sie sind untereinander Freunde. Allah beleidigt uns von morgens bis abends. Muslime verfluchen uns in ihren Gebeten von morgens bis abends. Keiner sagt etwas. Aber mich nennen sie Hetzer, weil ich dir ihre Schriften vorlese. Nein, du bist der größte Hetzer, mein lieber Muslim, der du mich beleidigst und alles. Dein Buch ist die größte Hetze. Ja, sind wir Affen und Schweine oder was? Sind wir weniger wert als das Vieh? Ja, du musst mal ein bisschen deinen Verstand einsetzen und sagen, das Buch ist eine Hetze, der Koran. Wer hetzt hier wirklich? Allah hetzt doch gegen die ganzen Ungläubigen. Wahrlich, schlimmer als das Vieh ist bei Allah, sind aber Allah die Ungläubigen. Warum sagt ihr Muslime da nichts? Weil euch das scheißegal ist, Entschuldigung, dass ich das sage. Weil euch das total egal ist. Hauptsache, niemand sagt etwas gegen eure Religion. Ja, eigentlich müsstet ihr sogar Mohammed verurteilen. Er hat die Götzen der Quraysh-Stamm beleidigt, von morgens bis abends. Die heutigen Euro-Muslime würden den Mohammed verurteilen für sein Handeln. Glaubt es mir. Wenn sie wüssten, wie Mohammed reagiert hat und gemacht und getan hat, würden sie sagen, was ist das denn? Das ist der größte Hetzer überhaupt. Der ist ja richtiger Hetzer der allerhöchste Hetzer überhaupt. Muss ihr nur die Tafsir von At-Tabari lesen, als er die Chance hatte, friedlich in Medina zu leben. Er kam wieder zurück, um die Götzen der Quraysh zu beleidigen und sie zu ermorden. Wie sagte er? Laqad ji'tukum bidh-dhabh, ich bin zu euch gekommen mit der Schlachtung. Ist das ein Prophet? Oder ist das ein eiskalter Mörder? Ich habe ein Lächeln, wenn ich töte, sagt Mohammed. Ist das dein Vorbild? Hast du auch ein Lächeln, hast du auch ein Verlangen, Menschen umzubringen wegen deiner Religion? Ich sag dir, verlass diese Satansreligion und komm zum lebendigen Gott, bevor deine Zeit abgelaufen ist und du keine Chance mehr hast, zurückzukehren. Denn wenn du einmal in die Ewigkeit gegangen bist, kommst du nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr Buße tun. Und dann sagt der Herr Jesus Christus, es ist zu spät. Es ist zu spät. Du hast lieber Gefallen gehabt an der Ungerechtigkeit. Es ist zu spät. Deine Knie werden sich beugen zum Gericht. Lass das nicht zu. Lass es nicht zu. Hör nicht auf diese verlogenen Imame und Scheichs. Bilde dich selber. Du hast die Möglichkeit, alles aufzuschlagen. Die Muslime stellen uns alles zur Verfügung. Sei nicht dumm. Setz deinen Verstand ein, den Gott dir gegeben hat. Und komme heute zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, der dich liebt. Und aus Liebe sein Leben gegeben hat. Wer hat größere Liebe? Niemand. Nur der Herr Jesus Christus hat die größte Liebe für uns bewiesen. Und er hat es bewiesen. Das Werk am Kreuz ist die höchste Liebe, was Gott uns gegeben hat. Er hat seinen Sohn gesandt, um für deinen Dreck zu sterben.
Ja, du und ich haben die Hölle verdient eigentlich, aber aus Gnade schenkt er uns das ewige Leben. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Ich wünsche dir, mein lieber Muslim, alles Gute, auch Atheist oder Buddhist oder wer mir auch zuguckt, Geschwister, Nichtgeschwister, verleugnet den Herrn Jesus Christus nicht, steht zum Herrn Jesus Christus, schämt euch des Evangeliums Christi nicht, denn es ist eine Gotteskraft. Der Herr Jesus Christus hat euch bewiesen, was Liebe bedeutet. Verleugnet ihn nicht, steht zu ihm, redet von Jesus überall. Ja, ihr müsst ja nicht Videos drehen, aber wenn ihr unterwegs seid und Gespräche habt, redet über Jesus mit den Menschen. Auch wenn es in der heutigen Zeit ein bisschen schwer geworden ist. Aber verleugnet den Herrn Jesus Christus nicht. Ja, er hat dich ernst genommen. Habe ich auch letztes Mal in meinem Video gesagt. Nimm ihn auch ernst. Er hat es verdient. Er, der sein Leben gelassen hat, hat es verdient, dass auch du bereit bist, dein Leben für ihn zu lassen. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich bitte dich von ganzem Herzen, der du noch nicht im Glauben bist, treffe eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus. Ich sage dir, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Der wird aus deinem Herzen ein neues, du wirst ein neues Herz bekommen. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in dir und der verändert dich. Schaut doch mal, wie ich früher in meinen Videos war. Völlig wahnsinnig. Und das ist das, wenn der Heilige Geist Wohnung in dir nimmt. Du kannst nicht perfekt sein und es verlangt auch niemand, perfekt zu sein. Aber es wird eine Veränderung stattfinden. Wie bei den Muslimen, wenn sie sich mit ihren Schriften auseinandersetzen und intensiver die ganzen Tafsire ihrer Gelehrten durchgehen. Ja, sie werden wahnsinnig und wandern ja aus. Habe ich auch immer gesagt. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, weil ein Muslim, der von diesen Schriften, wenn er seine Schriften liest, dann wird er von diesem islamischen Geist befallen und vergiftet. Genau wie der Christ, wenn er die Bibel liest, dann wird er vom Heiligen Geist befallen und wird liebevoller. Er tut niemandem etwas. Denn in der Schrift heißt es, wer seinen Nächsten liebt, der tut ihm doch nichts. Ja, da kann ja niemand kommen und sagen, ja guck mal, was ihr Christen angerichtet habt. Wie unehrlich muss man sein, so eine Aussage zu treffen? Ja, wie krank ist das bitte? Wer kann dem Herrn Jesus Christus auch nur eine Sünde nachweisen? Niemand. Niemand. Er war sündlos von Anfang an. Keiner war sündlos, kein Prophet war sündlos, außer Jesus. Weil er Gott der Allmächtige ist. Es musste ein perfektes Opfer geschehen, damit wir Vergebung unserer Schuld haben. Das konnte nur Gott auf sich nehmen. In seiner menschlichen Form kam er auf die Erde und hat bezahlt für seine Schöpfung. Danke, Herr, für alles, was du in unserem Leben getan hast. Ja, das ist das wunderschönste Geschenk, und das ich dankend annehme. Und ich bitte dich auch, dass du es dankend annimmst und sagst, danke, Herr, dass du das für mich getan hast. Ich wünsche dir Gottes Segen und verinnerliche meine Aussagen. Sei nicht plump, gehe nicht oberflächlich mit deiner Ewigkeit um. Du wirst diesen Ort nie verlassen und ich will dir nicht Angst machen. Du sollst aus Liebe eine wahre Entscheidung für den lebendigen und wahren Gott treffen, der alles gegeben hat. Ja? So, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Ich werde jetzt gleich rausgehen, meinem Bruder helfen, wenn er jetzt gleich in der Stadt ist. Und ich fürchte nichts, also ich habe keine Angst vor niemanden, denn Gott hat ein Anrecht, mehr gefürchtet zu werden. Und ich laufe durch die Stadt, ich gehe zum Training. Mir ist das völlig egal, weil die Liebe, die vollkommene Liebe, die Furcht austreibt. So sieht's aus. Ja, Gottes Segen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.